Das Thema Batterien ist für sich schon so eine Sache für sich. Ja? Wer sich da mal versucht, mit der Materie so ein bisschen zu beschäftigen, ich weiß nicht, ob es euch da genauso ging wie mir, findet da unter anderem solche Erklärungen. Ne? Da geht es ganz, ganz lang mit irgendwelchen chemischen Formeln hin und her und am Ende steht, dass in Wirklichkeit die Vorgänge etwas komplizierter sind als dargestellt und so weiter. Ne? Tja. Zum Glück hat sich der Herr Bedini und Lindemann da mal drüber gemacht und dank den beiden ist mir jetzt so ein bisschen was klarer geworden, was Batterien betrifft. Und ich glaube, jetzt sind wir auch so weit, dass man das jedem erklären kann. Also ich bin auf eure Feedbacks gespannt. Ich werde euch das jetzt mal so darstellen, wie ich mir das gemerkt habe. Vielleicht ist es ja auch noch ein bisschen anders. Im normalen, ungeladenen Zustand. Ne, bei einer leeren Batterie ist es so, dass beide Platten aus ganz normalem Blei bestehen. Ne? Es ist sowieso nur Bleiplatten drin, wie hier seht ihr es. Ne? Da sind Minus- und Plusplatten, alles Bleiplatten. Und dann füllen wir noch Wasser rein. Ne? H2O ist zum Beispiel da und ein bisschen Sulfat, ne? Ein bisschen Säure. Jo, dann, ich glaube jedenfalls, dass die Säure sich dann irgendwie in die Platten reinbegibt. Ne? Die sind irgendwie ganz schön porös. Also sollten normalerweise etwas poröser sein. Ich weiß nicht, ob es mit festen Bleiplatten auch geht. Mal ausprobieren. So, dann haben wir hier jedenfalls im ungeladenen Zustand Blei-2-Oxid auf beiden Seiten. Bei einer vollen Batterie sieht es dann so aus, dass unsere eine Platte. Ne, das kennen wir ja, was die Wasserstoffbaster kennen das jedenfalls. Ne, wenn man da auf zwei Metalle Plus und Minus drauf gibt, dann entsteht auf der einen Seite, auf dem einen Metall Sauerstoff und auf der anderen Seite Wasserstoff. Und hier ist es jetzt ähnlich, nur sollte es natürlich nicht so sein, dass wir hier übelste Blubberblasen eben haben, sondern hier geht dann dieses U vom H2O, ne, so ganz laienhaft, wie ich das kapiert habe, erkläre ich das jetzt mal. Wandert dann in die Plusplatte rein, dann haben wir Blei-4-Oxid, ne, ein bisschen mehr Oxid drin. Das ist dann die geladene Plusseite und der Wasserstoff geht dann irgendwie in die Minusplatte rein. Oder verdrängt da drin, ach nee, dann verdrängt es da drin den anderen Sauerstoff. Kann das so sein? Ja, da müsst ihr mir mal noch ein bisschen helfen, wie das denn hier ist, was denn das Wasserstoff mit der Minusplatte zu tun hat. Jedenfalls haben wir dann auf der Minusseite nur reines Blei. Ja, das sind dann die optimalen Zustände bei der geladenen Batterie. Bei einer sulfatierten, in Anführungszeichen, Batterie, ne, also dank Bedini und Lindemann weiß ich jetzt, dass Sulfat da drin gar nicht schlecht ist, weil hier haben wir ja auch Blei-4-Oxid, das ist auch so eine Art Sulfatschicht. Ne, also diese eine Art von Sulfatierung wollen wir haben, aber diese andere Art der Sulfatierung wollen wir nicht haben. Und zwar die, die angeblich durch diesen Sauerstoff in der Luft entsteht, ne, wenn die Batterie lange stehen bleibt. Dann haben wir nämlich auf der Minusseite kein reines Blei mehr, sondern da wandern dann wieder Sauerstoff hier rein, ne, und macht es zu Blei-2-Oxid. Und dann haben wir keine Leistung mehr dazwischen. Sie zeigt zwar noch Spannung an, ne, ist alles schön und gut, aber wenn wir dann unsere Batterie entladen wollen, passiert nicht mehr so viel. Ja. Beim Entladen ist es dann wohl so, dass. Ne, wenn wir dann hier unseren Verbraucher anschließen, dass dann die Batterie gewässert wird. Ein blöder Ausdruck irgendwie, aber jedenfalls geht dann dieser Wasserstoff irgendwie wieder zurück und der Sauerstoff. Jedenfalls gibt es dann wieder Wasser, mehr Wasseranteil in der Batterie. Allerdings sinkt der Füllstand. Hier oben habe ich einen Füllstand mal mit hin. Da wir jetzt aber aus Beobachtungen wissen, dass der Füllstand einer Batterie, ne, von der Flüssigkeit, die wir reingefüllt haben, beim Laden steigt, fragt man sich jetzt, warum, natürlich warum, wieso, weshalb. Ne? Ja, und da gibt es wohl die Erklärung, dass der eine Sauerstoff und der Wasserstoff in der anderen Platte sozusagen eine Art Raum einnehmen. Ne, okay, im gasförmigen Zustand hat es natürlich mehr Raum als flüssig, das ist klar. Ne? Angenommen, das ist jetzt winzig klein als Gas oder was weiß ich, wie man es bezeichnen soll, in der Platte hier gebunden, dann wird die Platte sozusagen ein bisschen dicker. Ne? Und dadurch die Platten dann dicker werden, dürfte dann eigentlich auch der Füllstand höher werden.
Falls ihr andere Meinung darüber habt, lasst mich bitte wissen. Aber wie kann man denn dem jetzt vorbeugen, ne, damit diese zweite Oxidierung davonstatten geht? Ich meine, erst einmal Batterien kapseln, klar, dass so wenig wie möglich Luft von außen rankommt, aber beim Laden sieht es natürlich wieder anders aus. Ne? Dann entsteht ja Druck schon irgendwo, irgendwie, und der muss ja dann irgendwie weg. Ne? Also da irgendwie einen Kompromiss zu finden, ist wirklich nicht so eine einfache Sache. Ja, und einer der Kompromisse sind zum Beispiel solche Gel-Batterien, ne? Wird dazu jedenfalls gesagt. Und da ist es so, dass nichts richtig Flüssiges da drin ist und dass sie komplett gekapselt sind. Ne? So richtig luftdicht sind sie dann auch nicht, weil ne, bei der Ladung ist ja scheiße, wenn sie sonst explodieren. Das sind dann solche kleinen Pföpfel oben drauf. Ich habe das schon gehört, wo ich es abgezogen habe, da war Unterdruck drauf gewesen. Ne, beim Laden stoßen dann die Pföpfel hier oben an ihre, das ist normalerweise noch so eine Kappe drüber. Da gehen die ein bisschen hoch, stoßen da ran. Das Gas kann entweichen, was drin eben zu viel produziert worden ist. Und damit nicht zu viel zusätzlicher Sauerstoff reinkommt, zieht's die dann wieder runter, ne, wenn sie wieder entladen werden, und verschließen das dann wieder so. Gar nicht mal so blöd. Allerdings haben sie einen kleinen Nachteil. Und zwar, dass man die nicht richtig voll laden sollte. Ja, damit die Batteriehersteller natürlich wieder ein paar Batterien verkaufen können. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite, dass man die verkaufen kann als Batterien, die nicht gasen. Ne? Und dann kann man die in ganz bestimmten Anwendungen einsetzen. Das ist eigentlich der Hintergrund, warum die Dinger am Anfang ziemlich gut funktionieren, aber dann mit der Zeit immer mehr und mehr nachlassen. Weil wir beim Laden ja niemals, danke übrigens nochmal an John Bedini und Herrn Lindemann über Battery Secrets, findet ihr die Originaldateien, wo ich die Infos jedenfalls her habe. Und da ist gesagt worden, dass beim optimalen Laden von Batterien eine Ladeschlussspannung von 15,2 oder bis 15,5 Volt, ne? Besser gesagt. Also auf 15,5 Volt hochladen, dann fallen sie runter auf 15,2 und dann sind sie eigentlich auch richtig voll geladen. Ne? Das heißt, dass wenn unsere Batterien dann bei dieser Voltzahl wären, dass sich diese Platte komplett gesättigt hat mit Oxid, und hier haben wir die richtige Zeichnung, und hier alles überflüssige Oxid rausgedrückt worden ist, ne? Dann wäre sie hundertprozentig geladen, dann wäre sie Ladeschlussspannung 15,2 Volt. So, da die aber in den oberen Spannungen auch durch unsere Ladegeräte bedingt irgendwie, ne, zu gasen anfangen, ne, das heißt, die Flüssigkeit hier drin, das setzt sich da nicht alles in den Platten ab, sondern ein bisschen was geht an Bläschen dann in Richtung Luft, haben sie dann die Ladegeräte so konzipiert, dass sie dann, ne, vor allem die Solarladegeräte, die es da manchmal dazu gibt für solche Batterien, ne, wenn man die zusammen mit Solar Zellen kauft, die gehen dann nur bis 13,8 Volt. Ne, ist schön sicher, es gast nichts, komplett ungefährlich. Ja, das machst du ungefähr 70 Mal maximal, dann kannst du das Ding wegschmeißen. Ne? Und angeblich kann man das über 5000 Mal machen mit solchen Batterien. Ja, also da bisher wirklich ungeschlagen von der Wiederverwendbarkeit, so was ich da gehört habe. Ja, das ist eigentlich das ganze Geheimnis, warum die Dinger kaputt gehen und auch wie wir sie wieder regenerieren können. Ne? Wenn wir jetzt wissen, dass im Grunde eigentlich dann nur eine Platte ein bisschen zu sehr mit Luft vollgesogen ist, wollen wir so sagen, und die andere Platte eigentlich noch voll geladen ist, muss man das irgendwie wieder hin und her schaukeln. Sagen wir es mal so. Bedini ist eine Möglichkeit dafür. Andauerndes Laden, Entladen, Laden, Entladen, eine andere Möglichkeit. Ne? Wie man es machen will, ist jedem selbst überlassen, aber ich habe da eine faule Version gesucht und dem Libby sei Dank, oder ich weiß gar nicht, wer es als erstes gepostet hat auf Action for Free, gibt's dieses Teil hier, ne? Den Akkuauffrischer von elektroniklabor.de. Und die Seite möchte ich euch wirklich, wirklich mal ins Herz legen, auch für freie Energiefans, weil die kleine Schaltung hat es wirklich in sich. Ne? Mehr ist es eigentlich nicht als dieses da. Und
mit einer Status-LED sieht es dann so aus. Nichts weiter dazu, aber hat ein was Besonderes, und zwar das hier. Also das ist kein Fehler im Schaltplan oder so, ne? Also das Beinchen geht wirklich einfach ins Leere. Das Geheimnis dazu möchte ich euch jetzt mal hier nicht verraten. Es ist hier sehr, sehr schön erklärt. Wunderbar. Hier sind auch die ganzen Links, die dann weiterführend gehen, ne? Falls man sich dann dafür interessiert. Mal so als kleinen Anreiz. Wo stand es denn irgendwo hier genau? Das ist eigentlich die Basis, der NPN-Kipp-Generator. Ne? Ja. Viel Spaß beim Recherchieren, viel Spaß beim Rauskommen der Raumladung wieder mal. Und so ein Ding haben wir uns jetzt auch mal gebastelt. Hier oben blinkt es schön vor sich her. So schaut es in Aktion aus. Und jetzt kann ich meine Akkupacks ruhigen Gewissens an klitzekleinen Solarzellen lassen, dass die wirklich über eine Woche lang das Ding oder zwei Wochen lang das Ding schön voll laden, ne, und der auch wirklich die Ladung annimmt. Ne. Da gehen wir hier immer praktisch so eine Art alle paar Sekunden einen winzig kleinen Kurzschluss drauf. Auf dem Markt gab es die Geräte, jetzt jahrelang, ich glaube jetzt immer noch. Ich weiß nicht ganz genau, ob die unterhalb von 12,8 Volt auch irgendwas machen, aber ich glaube, die sind dafür konzipiert, dass sie beim Laden dann die Megapulse bringen. Und dieser Akkuerfrischer im Gegensatz ist dazu gedacht, das einfach so am Akkupack zu lassen. Ne? Da kann man sich dann auch Versionen zusammenstellen, wie man lustig ist, für 12 Volt, 24, 36. Hier müsste man sich dann jedes Mal ein neues Teil kaufen. Ja, jeder wie er lustig ist. Ich probiere das jetzt erstmal damit, aber hier das Ampermeter sagt, es funktioniert.